Die Palantir-Aktie hat in den letzten Wochen eine extreme Rallye hingelegt und daher fragen sich jetzt logischerweise sehr, sehr viele Leute, hey, ist es jetzt zu spät, um in Palantir einzusteigen und dann von den Kurssteigerungen zu profitieren? Oder falls man jetzt in Palantir investiert ist, genau wie ich selbst ja auch, sollte man jetzt vielleicht aussteigen, um entweder Teilgewinne mitzunehmen oder vielleicht auch je nachdem, wo man eingestiegen ist, Verluste zu minimieren. Auf jeden Fall gibt es ganz bestimmte Gründe für diese Rallye und auf die werden wir jetzt in diesem Video eingehen. Wie immer werde ich jetzt deine Zeit hier nicht verschwenden, deswegen beginnen wir auch schon mit dem Inhalt des Videos. Zuallererst werden wir uns die fundamentalen Daten von Palantir anschauen. Dort werden wir auch ganz klar herausfinden, was jetzt derzeit sehr, sehr positiv ist, wo die Chancen bei Palantir drin stecken und natürlich auch die negativen Seiten. Wir müssen hier sehr, sehr objektiv vorgehen als Investoren. Und auf der anderen Seite werden wir uns noch einmal hier die Chartanalyse gemeinsam anschauen, weil wir ja auch in der Vergangenheit erschreckenderweise festgestellt haben, wie genau das Ganze sein kann. Also sowohl bei Palantir konnten wir das sehen, aber auch bei Tesla zum Beispiel, dass es teilweise wirklich erschreckend genau sein kann. Werden wir uns gleich gemeinsam alles anschauen. Übrigens, sollte dir generell dieser Content irgendwie weiterhelfen oder gefallen, dann kannst du mich natürlich gerne auch kostenlos unterstützen. Einfach einen Daumen nach oben da lassen, diesen Kanal abonnieren mit Glocke, dann bleibst du auch weiterhin up to date. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu der wichtigsten Frage des Tages. Warum ist Palantir derzeit so stark gehypt? Warum steigt der Kurs der Aktie sehr, sehr stark nach oben? Und das lässt sich zum Glück sehr einfach erklären, denn wir konnten zum Beispiel im Q4 2022 erkennen, dass Palantir zum ersten Mal profitabel geworden ist. Also als die Zahlen dann dieses Jahr veröffentlicht wurden, war das für alle eine Überraschung. Selbst Alex Karp hat eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass Palantir so schnell profitabel sein wird. Man hat eigentlich ja damit gerechnet, dass das erst in ein paar Jahren kommen wird. Dementsprechend konnten wir auch dann sehen, als die Zahlen aus der Q4 2022 veröffentlicht wurden, dass der Kurs der Aktie auf einmal nach oben gestiegen ist. Danach ist er aber leider wieder sehr, sehr stark nach unten gefallen, weil man eigentlich davon ausgegangen ist, okay, wir hatten jetzt ein cooles Quartal, wo wir profitabel gewesen sind. Ja, ist schön. Vielleicht war das Ganze aber auch nur Glück und es wird definitiv wieder fallen. Deswegen war man sich der ganzen Sache jetzt nicht so sicher. Jetzt haben wir aber wieder einen Hype bei Palantir gesehen und der Grund dafür ist genauso simpel wie der letzte Grund. Ja, Palantir ist immer noch profitabel. Und wenn wir uns jetzt die Zahlen von Q1 2023 hier anschauen, dann muss man ganz klar sagen, sieht das Ganze schon sehr, sehr gut aus. Klar, es gibt ein paar Risiken, auf die ich jetzt gleich nochmal eingehen werde. Aber was Alex Karp selber auch schon gesagt hat, und zwar ein wirklich sehr, sehr heftiges Statement, ist, dass er davon ausgeht, beziehungsweise er sagt hier ganz klar, hey, 2023 wird ein volles, profitables Jahr für Palantir sein. Das heißt, Quartal für Quartal wird Palantir profitabel sein. Und das ist definitiv ein sehr, sehr starkes Statement für Palantir. Denn das heißt natürlich für uns Investoren jetzt, wir müssen uns keine Sorgen mehr machen, dass Palantir auf einmal nicht mehr profitabel ist, dass das Ganze jetzt nur Glück gewesen ist. Denn wir konnten ja natürlich schon sehr, sehr lange beobachten, dass Palantir eigentlich einen freien, positiven Cashflow generiert hat. Trotzdem hatte man aber derzeit immer noch Probleme mit der Profitabilität aufgrund der Stock-Based Compensations. Werden wir gleich alles hier auseinanderklamüsern, aber das ist definitiv schon sehr, sehr positiv. Und wenn wir uns das Ganze ja einmal auch weiterhin in den Zahlen anschauen, dann sehen wir, hey, zwei Quartale nacheinander positiv, also zumindest bei den Gap Earnings, was natürlich sehr, sehr gut ist. Und deswegen wird die Palantir-Aktie sich vielleicht auch erstmal in dem Kurs, in dem wir es jetzt gerade noch sehen, einpendeln, was auch definitiv ein sehr, sehr positives Zeichen sein könnte für die Zukunft. Und das ist aber jetzt hier angemerkt wirklich nur Zukunftsmusik. Ist, sollte Palantir weiterhin so stark wachsen und auch profitabel bleiben, dann könnten wir vielleicht die gleiche Erfolgsstory sehen wie bei Tesla. Das heißt, Palantir könnte dann auch in den S&P 500 aufgenommen werden. Sollte das tatsächlich irgendwann in der Zukunft passieren, dann können wir natürlich sehr, sehr stark davon ausgehen, dass der Kurs der Palantir-Aktie sich extrem vervielfachen würde, weil zum einen natürlich die ganzen Hedgefondsmanager gezwungen sind, in Palantir zu investieren und zum anderen werden natürlich durch die ETFs, die jetzt derzeit überall existieren, die ganzen Retail-Investoren passiv auch in Palantir investieren und dadurch wird der Kurs der Aktie natürlich sehr, sehr stark ansteigen. Quasi genau das gleiche Ereignis, was wir damals bei Tesla gesehen haben. Das ist aber erstmal wirklich nur Zukunftsmusik. Dafür muss erstmal Palantir wirklich beweisen, dass die profitabel auch bleiben können. Wovon man erstmal so ausgehen kann, denn es gibt jetzt erstmal keine Anzeichen, die irgendwie was anderes spiegeln. Was auch sehr, sehr krass und sehr, sehr positiv ist, ist zum Beispiel auch hier dieses AIP, also Artificial Intelligence Plattform von Palantir. Denn da sagt Alex Karp selber zum Beispiel auch, dass da eine extreme Nachfrage ist. Also das ist wirklich cool, da muss man definitiv ein Auge drauf haben. Denn viele vergessen tatsächlich, Palantir mit in diesen Topf reinzuschmeißen, beim Thema KI, die halten das irgendwie immer außen vor. Man muss hier ganz klar sagen, Palantir ist, was das Thema Artificial Intelligence bzw. KI-System angeht, wirklich extrem krass vorne und das darf man definitiv nicht unterschätzen, vor allem wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir darin die Zukunft sehen werden, beziehungsweise dass
Unternehmen, die sich jetzt genau dort ansiedeln, dann halt eben sehr, sehr stark noch profitieren werden, dann sollte man Palantir definitiv auf dem Schirm behalten, denn Palantir hat hier ganz großes Potenzial, dann auch später mit den ganz großen Playern wie zum Beispiel Microsoft dann irgendwo in der Top-Liga mitzuhalten. Sollte weiterhin die Entwicklung bei Palantir so bleiben, wie sie ist, denn die ganzen Kunden bei Palantir, da muss man ja auch ganz klar sagen, sind sehr, sehr zufrieden mit den Systemen, wenn man sich da einfach mal im Internet einmal einliest, was da alles so rumkursiert. Und zum anderen sieht man natürlich auch ein sehr, sehr starkes Wachstum derzeit bei Palantir. Also man sieht immer noch, dass dort neue Kunden dazukommen. Das ist definitiv auch sehr, sehr positiv. Das, was mir persönlich hier gefehlt hat in der Präsentation, das hatte ich euch in den früheren Videos einmal auch schon mal gesagt, ist eine sehr, sehr wichtige Kennzahl bei diesen Software-as-a-Service-Unternehmen, also bei diesen sogenannten SaaS-Unternehmen, ist die Net Dollar Retention Rate. Also die hat mir tatsächlich gefehlt, eine sehr, sehr wichtige Kennzahl. Bei diesen Unternehmen könnt ihr gerne meine alten Videos euch anschauen, was diese Kennzahl bedeutet, aber die findet man hier jetzt leider nicht drin, ist definitiv ein bisschen schade. Was wiederum aber sehr, sehr positiv ist, und da muss man einfach hier Palantir das Ganze hoch anrechnen, ist die Bruttomarge, also die angepasste Bruttomarge ist sehr konstant bei über 80%. Das ist definitiv sehr, sehr gut. Zum anderen haben wir natürlich auch mit Palantir einen sehr, sehr sicheren Pick, meiner Meinung nach, also ein sehr, sehr sicheres Investment. Denn wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir eine Rezession haben werden, also ein sehr, sehr schwieriges Jahr 2024 vor allem, vielleicht sogar das Ende des Jahres 2023 sehr, sehr schwierig, muss man ganz klar sagen, man hat bei Palantir jetzt eigentlich keine Sorge, dass das Unternehmen jetzt irgendwie Insolvenz anmelden muss oder sowas, denn wir haben hier definitiv genug Cash, also zum einen natürlich freien Cashflow, zum anderen haben die auch so genug Cash und einfach keine Schulden. Das heißt, die sind wirklich perfekt aufgestellt. Gefühlt haben die vorher alle Schulden schon zurückgetilgt, bevor wir die Zinserhöhungen gesehen haben. Deswegen hat man hier so ein bisschen vielleicht das Gefühl, dass die schon etwas irgendwie kommen sehen haben. Dementsprechend schon eine sehr, sehr gute Positionierung seitens Palantir, was das Thema Rezession angeht. Sollte das Ganze wirklich so kommen, dass wir so ein heftiges Jahr sehen, in dem halt viele Unternehmen dann pleite gehen, dann können wir natürlich davon ausgehen, dass Palantir sehr, sehr stark davon profitieren wird, denn diese ganzen kleinen KI-Unternehmen werden natürlich mit dem Thema hohe Zinsen und Finanzierungen wirklich Probleme bekommen. Nichtsdestotrotz bleibt ein Thema immer noch extrem wichtig bei Palantir, und das ist das Thema, was wirklich fast alle Investoren sehr, sehr krass aufgeregt hat, unter anderem tatsächlich mich auch, und zwar sind das die Stock-Based Compensations. Also man muss hier ganz klar sagen, wir haben hier definitiv jetzt einen Trend, wo das Ganze jetzt ein bisschen runtergeht, also humaner wird. Ich blende hier auch nochmal eine Grafik ein, damit du dir das Ganze mal anschauen kannst. Also es geht definitiv runter, und sollte die Richtung so beibehalten werden und sollte Palantir weiterhin so stark wachsen, dann ist das für mich definitiv eine sehr, sehr gute Richtung. Denn ich habe mir schon in den letzten Videos, die ich ja hier geupdatet habe, wirklich sehr, sehr starke Sorgen gemacht, weil es einfach sehr viele Kritikpunkte gegeben hat bei Palantir. Ich bin jetzt noch nicht auf dem Level, dass ich sage, hey, ich bin jetzt in diesem Hype, in dem alle drinstecken, voll mit dabei und werde jetzt nachkaufen und nachkaufen. Ganz im Gegenteil, ich werde meine Position jetzt erstmal behalten, werde mir das Ganze nochmal objektiv und nüchtern anschauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt, denn meiner Meinung nach gibt es trotzdem immer noch einige Probleme. Ja, es ist immer noch sehr, sehr schön, dass Palantir profitabel ist, und das muss man einfach feiern. Dementsprechend sind die Steigerungen im Kurs definitiv halt meiner Meinung nach auch zurecht. Aber nichtsdestotrotz, was mir hier immer noch fehlt, ist halt, wie gesagt, diese Net Dollar Retention, die muss ich noch im Auge behalten. Dann natürlich die Ausweitung insgesamt international gesehen auf die gesamte Welt. Das Wachstum in den USA ist ja definitiv ganz gut, aber die USA ist halt nicht der gesamte Markt, den Palantir dann irgendwann haben sollte. Damit wir bei der Palantir dann irgendwann eine riesige Marktkapitalisierung sehen können, wie zum Beispiel bei Alphabet, Facebook und so weiter und so fort. So, und damit kommen wir eigentlich auch schon zu dem Thema Chartanalyse. Und bei der Chartanalyse wird es jetzt wirklich sehr, sehr spannend, denn wenn wir uns das Ganze ja mal anschauen, da muss man ganz klar sagen, wir sind jetzt natürlich mit dem aktuellen Kurs immer noch sehr weit entfernt vom Allzeithoch. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt aufgrund dieser Rallye jetzt schon alle im Plus sind. Nein, ganz im Gegenteil, wir sind hier jetzt immer noch knapp minus 70% vom Allzeithoch entfernt, was natürlich sehr, sehr krass ist. Wenn man sich insgesamt den Chart anschaut, dann sehen wir natürlich, klar, wir hatten hier diesen sehr, sehr starken Abwärtstrend, wo ja man echt gedacht hat, Palantir wird jetzt nie wieder nach oben steigen. Danach hatten wir so eine Konsolidierungsphase, so eine Seitwärtsbewegung, bei der ich euch alle auch beruhigt habe und gesagt habe, ey Leute, das hatten wir auch bei einer Alphabet, bei einer Amazon und bei Tesla und bei jeder anderen Aktie schon mal gesehen. Nach so einer Konsolidierungsphase kommt meistens eigentlich immer eine sehr, sehr starke Bewegung. Genau das konnten wir jetzt auch zum Glück sehen. Auch eine positive Bewegung jetzt in dem Fall. Wir hatten auch hier dieses Support- und Resistance-Level gesehen. Den muss ich auch einmal hier von der Farbe nochmal ändern. Da konnten wir zum Beispiel auch erkennen, dass wir auch unter anderem hier auch wirklich sehr genau abgeprallt sind. Also diese Resistance-Level und zum Beispiel die Abwärtstrendlinien, die hatte ich auch schon eingezeichnet, bevor wir hier die ganzen Bewegungen gesehen haben.
Dementsprechend habe ich das natürlich euch immer wieder in den Update-Videos gesagt, zumindest auch für die Leute, die jetzt irgendwie versucht haben, einen Einstieg zu finden oder vielleicht auch einen Trade überlegt haben zu setzen. Da konnte man erschreckenderweise hier zum Beispiel auch genau hier sehen, an dieser ja damals noch Resistance-Linie und an dieser Abwärtstrendlinie, dass wir genau abgeprallt sind und dann eben nach unten gefallen sind, was natürlich sehr, sehr krass gewesen ist. Was mir tatsächlich chartanalytisch jetzt bei dieser Rallye nicht gefällt, Leute, und das sage ich euch ganz offen, obwohl ich in Palantir investiert bin und ja, am liebsten hätte ich natürlich auch, dass der Kurs jetzt weiter nach oben explodiert, ist, dass wir hier ein riesiges Gap gelassen haben. Also wir haben hier wirklich ein krasses Gap gesehen. Die Aktie ist von jetzt auf gleich hier nach oben gegappt, hat natürlich diese beiden Resistance-Linien einfach direkt übersprungen und der Kurs der Aktie ist einfach nur davon geflogen. Also wenn wir jetzt mal gucken, wie diese Rallye hier aussieht, dann hatten wir hier teilweise 70% plus, jetzt sind wir bei ungefähr ja, 60% plus. Das ist schon ein sehr, sehr, sehr starker Move, das muss man ganz klar sagen. Und normalerweise, das wisst ihr alle selber, keine Aktie, kein Asset geht geradewegs nach oben, sondern die werden dann definitiv auch wieder fallen. Wenn ich mir zum Beispiel die MACD-Linien anschaue, dann sagen die mir hier, ja, wir haben ein sehr, sehr starkes positives Momentum, die Aktie geht gerade steil nach oben. Andererseits bei den RSI-Indikator sehe ich ganz klar, wir sind gerade im Überkaufbereich. Und wenn ihr euch das Ganze hier einmal anschaut, dann müsst ihr zum Beispiel hier auch erkennen, wenn wir hier in diesem Überkaufbereich gewesen sind, dann geht es dann irgendwann auch natürlich definitiv sehr, sehr steil nach unten bei Palantir. Was jetzt derzeit auch sehr positiv ist bei Palantir und was auch unter anderem natürlich diesen Move mir erklärt, ist auch zum Beispiel, dass Katie Wood mit dem ARK ETF auch wieder in Palantir eingestiegen ist. Vielleicht hat der eine oder andere von euch das mitbekommen, Palantir wurde ja von Katie Wood wieder verkauft irgendwann letzten Jahres, weil die sich dazu entschieden hat, komplett dort auszusteigen. Jetzt mittlerweile hat die wieder Anteile gekauft. Vielleicht hängt das mit der Profitabilität zusammen, vielleicht mit was anderem. Wir wissen es nicht, aber man muss ganz klar sagen, natürlich macht das auch hier etwas in der Bewegung aus. Und wir wissen ganz klar, hey, Katie Wood ist natürlich auch bereit, sollte sich dort irgendwas ändern, dann auch wieder komplett auszusteigen. Und dann würde der Kurs der Aktie auch definitiv wieder fallen. Wenn wir uns jetzt hier auch einmal so eine langfristige Frame anschauen, also das heißt den Wochenchart von Palantir, dann muss ich auch ganz klar sagen, hey, wir befinden uns jetzt gerade beim RSI-Indikator langsam aber sicher im Überkaufbereich. Die MACD-Linien gehen jetzt hier gerade eigentlich in ein sehr, sehr gutes, starkes Momentum. Deswegen würde ich persönlich jetzt eigentlich, wenn ich jetzt mir wirklich einfach nur den Chart mal anschaue, nicht darauf setzen, dass wir jetzt hier weiter nach oben steigen, also dass wir jetzt bei Palantir auf einmal 15 Euro oder sowas sehen. Würde ich mich persönlich natürlich sehr, sehr stark freuen, aber ich kann mir das kaum vorstellen. Ich glaube eher, dass wir jetzt hier wieder so eine Seitwärtsbewegung sehen werden. Vielleicht wird das hier jetzt auch einen neuen Boden bilden, dass wir jetzt quasi hier in dem Bereich, sollte Katie Wood zum Beispiel nicht aussteigen von Palantir, dass wir zum Beispiel in diesem Bereich dann halt so eine Seitwärtsbewegung, wieder so eine Konsolidierungsphase bekommen bis zum nächsten Quartal. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier immer noch eine Resistance-Linie bei ungefähr 14 US-Dollar. Die ist sehr, sehr gravierend. Also das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr interessant werden. Und ich behalte persönlich im Blick, wie die Insider da traden, was die da dann eben machen. Vor allem vor dem Quartal könnte es definitiv nochmal eine starke Bewegung geben. Das sollte man jetzt im Auge behalten. Was jetzt einen Trade angeht, also falls man jetzt kurzfristig irgendwie jetzt einsteigen möchte, würde ich persönlich erstmal noch abwarten, bis der RSI-Indikator sich ein bisschen abkühlt. Das heißt, bis wir aus diesem Kaufbereich rausgehen. Ist natürlich wie immer alles keine Handlungsempfehlung. Ey Leute, ihr müsst selber entscheiden, was ihr mit eurem Geld macht. Ich bleibe aber erstmal in Palantir so investiert. Schauen wir das Ganze weiterhin an. Ihr könnt aber gerne mal unten in die Kommentare eure These reinschreiben. Seid ihr in Palantir investiert? Wenn ja, warum? Was glaubt ihr, was noch in der Zukunft kommen wird? Ist das Thema zum Beispiel mit dem S&P 500 überhaupt realistisch eurer Meinung nach? Ja oder nein? Wird Katie Wood vielleicht sogar nachkaufen? Schreibt mir das alles gerne unten in die Kommentare und wir sehen uns wieder im nächsten Video.